Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, beim letzten Mal haben wir uns hier in der Arena so ein bisschen mit Kyrgo und Karim geprügelt. Und nach langer, langer Zeit haben wir es dann auch endlich geschafft, die beiden fertig zu machen. Durch viel, Missbrauchen von Speichern und Laden. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber es ging leider nicht anders. Zumindest bei Karim ging es nicht anders. Aber wir haben es jetzt endlich hinter uns, wir haben es geschafft, wir haben Sketty damit unglaublich beeindruckt, vor allem dadurch, dass wir Karim halt umgehauen haben. Und haben im Grunde jetzt alles hier im alten Lager gemacht. Naja, fast alles. Wir müssen noch das Amulett von Neck zurückbringen. Das tragen wir ja momentan noch und benutzen es. Wir müssen für Dexter das Rezept der Heiltränke von Korkalom klauen. Und, ja, wir haben hier noch die Sache mit den neuen Seelen für die Bruderschaft, denn wir sollten ja für einen der Bale dafür sorgen, dass wir jemanden ja mit ins Sektenlager bringen. Und da habe ich auch schon eine kleine Idee, wen wir da fragen könnten. Denn wir hatten hier ja... Wir hatten noch hier oder irgendwo, oder? Nicht. Moment. Die Frage ist, wo hatten wir? Hallo. Oh, das sieht aus wie die Hütte eines Schattens. Mit dem Kamin und so. Aber da sich gerade keiner drum kümmert, gucke ich mal, was in der Truhe drin ist. Okay, links, rechts, rechts, nein. Links, rechts, links. Links, rechts, links, rechts. So, was haben wir denn da Schönes? Gebratenes Fleisch, Erz, Käse. Käse braucht man sowieso noch, oder? Okay, hat keiner bemerkt, ne? Sehr schön. Dumpti-dumpti-dumpti-du. Was ist, wenn ich hier reingehe? Kümmert sich da jemand drum? Anscheinend nicht. Rechts, links, rechts, links, links, na, rechts, links, links, rechts. Das hat funktioniert. Dumpti-dumpti-dumpti-du. Oh, ein Becher. Ein Krug ist auch noch drin. Na gut. Nehmen wir mit. Ist immerhin so ein, zwei Erz wert. Kümmert sich überhaupt noch, wenn ich in die Hütten reingehe? Ja, oder? Hey du! Ja. Okay. Aber ich suche eigentlich einen Butler mit einem Namen. Einen ganz bestimmten Kerl. Der sollte eigentlich hier rumstehen. Wo ist der denn hin? Butler? Butler? Sitzt du hier vorne, oder wie? Dusty! Ja, Dusty habe ich gesucht. Ich wusste nicht, dass der so weit hier vorne ist. Aber gut. Tja, weil Dusty hat uns ja gefragt, hey, hier, Melvin, unser Kumpel, oder sein Kumpel, der ist ja ins Sektenlager abgehauen, aber ich habe nichts mehr von ihm gehört. Kannst du mal gucken, ob es ihm gut geht? Ich war im Lager der Sekte und habe Melvin getroffen. Und? Was sagt er? Es gefällt ihm anscheinend besser, als sich von den Gardisten schikanieren zu lassen. Hey Mann, er hat den ganzen Spaß ohne mich? Ich muss dahin. Aber ich komme nie aus dem Lager raus. So? Warum nicht? Die Gardisten haben spitz gekriegt, dass ich mich verdrücken will. Schätze, ich habe zu viel geredet. Ich bräuchte mindestens 100 Erz, um die Wachen zu bestechen. Im Ernst? Die haben mitbekommen, dass du nicht mehr in der alten Mine schuften willst und in ein anderes Lager gehen willst und lassen dich jetzt nicht mehr raus? Wow, das ist schon bitter. Was wäre, wenn ich dir die 100 Erz für die Wachen geben würde? Das würdest du tun? Warum? Nun, sagen wir mal, du bist nicht der Einzige, der dein dummes Grinsen gerne im Sektenlager sehen würde. Soll das heißen, du willst mit mir dahin gehen? Ja, Mann. Ich werde mit dir zum Sektenlager gehen. Gut, Mann, ich bin bereit. Wir können los, sobald du soweit bist. Ja, ich würde sagen... Aber vergiss nicht, wir brauchen 100 Erz für die Wachen. Ja, ich habe die 100-fache, die 10-fache Menge. Also, lass uns gehen, weil hier hält mich momentan nichts weiter. Ich bin bereit, lass uns gehen. Okay, lass uns durchs Südtor gehen. Auf keinen Fall durchs Nordtor. Die Wachen dort lassen sich garantiert nicht bestechen. Und die Sache mit dem Erz regelst du am besten. Ich bin nicht sehr gut in sowas. Gut, also los. Dann komm mal mit, Dusty. Und weh, du bleibst irgendwo hängen. Dumm, kommst du mit? Kommst du mit? Das hört sich gut an. Jawohl, der ist nämlich darunter gesprungen. Dumm, wir gehen einfach mal hier Matt besuchen. Genau. Das ist unser Plan. Ich frage mich echt, wo Matt hin ist. Warum liegt hier ein Butler? Bist du irgendwo runtergefallen oder wie? Also er scheint hier noch zu leben. Weil er bewegt sich. Aber, hä? Hä? Wo kommt dieser Butler her? Warum liegt er da?
Lebt er noch? Ich will mal testen, ob der noch lebt. Moment. Ich speichere mal eben. Und dann versuche ich mal, ihn umzubringen. Nee, ich kann den nicht anwählen. Der ist tot. Aber warum? Was ist mit... Hä? Letzte Scheiße. Okay, cool. Ist der vielleicht da irgendwie runtergefallen und hat Fallschaden genommen und ist dadurch gestorben und... Oh Mann. Oder hat er sich hier mit einem Schatten angelegt? Hat der Bloodwind das Schutzgeld nicht gezahlt vielleicht? Na komm, Dusty, wir kriegen das hin. Wir gehen nur zu einem Spaziergang raus. Halt! Wo soll's denn mit unserem Freund hier hingehen? Wir machen einen kleinen Spaziergang. Hier sind 100 Erz. Ich hab nichts gesehen. Tja, manchmal ist Korruption doch eine nützliche Sache, nicht wahr? So. Natürlich nicht, also nicht im echten Leben, weil das ist ein bisschen dämlich. Aber so hier im Spiel, in Gothic, ist das doch für uns gar nicht mal so verkehrt, ne? Oh, was liegt denn da? Seraphis. Ich hoffe, wir machen die Scavenger nicht auf uns aufmerksam. Die kriegen wir zwar ohne Probleme platt jetzt, aber ich möchte nicht, dass dies Leben in Gefahr bringen. Was liegt denn hier noch Schönes rum? Das ist eine ganze Kiste. Moment, das muss ich mir erstmal anschauen, Dusty. Tut mir leid, aber du musst warten. Was war denn hier? Was war das? Was habe ich eingesammelt? Ich habe keine Ahnung. Ein Schüssel und ein Orkblatt. Und jetzt bin ich noch gespannt, was in der Truhe drin ist. Na, ein Dietrich. Das ist schon mal schön. Ein bisschen Bier und eine Fackel. Naja. Ich meine, dafür, dass es nicht abgeschlossen war und einfach hier rumstand, ist das eigentlich ganz in Ordnung. So, dann komm mal mit, Dusty. Wir machen uns jetzt wirklich auf den Weg ins Sektenlager. Da sollten jetzt auch keine Feinde mehr auf unserem Weg liegen. Denn die sollte eigentlich Baal irgendwer, der uns halt dahin gebracht hat, erledigt haben alle. Dusty? Was habe ich dir was hängen bleiben gesagt, ha? Und, Junge, da ist eine Brücke. Direkt neben dir. Warum? Naja. Ich hinterfrag das nicht. Da lag auch ein toter Buddler einfach rum, der sich noch bewegt hat. Wir kümmern uns nicht weiter darum. Wir gehen jetzt einfach weiter. Glücklicherweise war das kein Buddler mit Name, sondern einfach nur ein Buddler halt. Was mit dem armen Schwein passiert ist, ich würde es echt gerne wissen. Wahrscheinlich, vielleicht hat man es ja sogar gesehen im Video, bloß ich war zu blind, um das zu bemerken. Da liegt auch noch... Nee, das ist nur Gras. Tja, wir können ja mal gucken, was hier auf der anderen Seite der Brücke ist. Man sieht schon, da hinten jede Menge Goblins. Und ich würde sagen, mit denen legen wir uns jetzt nicht an. Die werden wir irgendwann später mal besuchen gehen, aber jetzt sollten wir das definitiv noch nicht tun. Wir gehen lieber hier weiter. Dum-di-dum-di-dum. Keine Gegner mehr da. Keine Gegner mehr da. Das ist schön. Na gut, dann müssen wir jetzt nur noch hier am Fluss entlang. Und du kannst da hinten, Dusty, guck mal da hinten, da siehst du schon die Bäume des Sumpfes. Wir sind also fast da. Ich meine, wenn du nochmal schwimmen willst, dann musst du einfach nur ins Wasser springen, dann wird die Strömung dich sowieso automatisch darunter tragen. Du musst halt nur aufpassen, weil es den Wasserfall darunter geht. Ich glaube, das tut deiner Gesundheit nicht so gut, wenn du darunter springst. Das kriegen nur wir hin, weil wir sind hier der Held des Abenteuers. Waha! Genau. Gut, das sind Varane. Na, da gehen wir lieber vorbei. Ich kann ja mal gleich gucken, ob ich mit denen fertig werde. Ich sollte sowieso nochmal ein bisschen auf Jagd gehen. Wobei, das kann ich auch später noch machen. Aber es ist, da muss ich halt auch überlegen, wollt ihr das wirklich sehen, wenn ich hier durch die Gegend laufe und einfach nur Monster kloppe und alles an Pflanzen aufsammle, was rumläuft, was rumliegt? Wollt ihr das sehen? Also das solltet ihr immer mal in die Kommentare schreiben, denn das wird halt nicht so spannend zwangsweise. Ich laufe halt rum und guck mir alles an und mache Sachen platt, aber ich mache halt keine Mission, werde halt in der Zeit keine Missionen machen oder so, sondern einfach nur Erfahrungen sammeln. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das so spannend rüberbringen kann. Naja, aber jetzt haben wir ja erstmal was anderes zu tun. Dusty? Kein, sei bloß nicht schüchtern, die Templer tun dir nichts. Reicht dir das noch nicht? Dann gehen wir halt noch weiter. Ach, vielleicht müssen wir ihn direkt zu dem Baal bringen. Moment.
Das kriegen wir hin. Ich muss nur rausfinden, wo der war. Der war hier hinten, ne? Ah, guck mal, hier ist Melvin. Hallo. Willst du ihm Hallo sagen? Hm, anscheinend nicht. Ja, sowas nennt sich Freundschaft, ne? Die ignorieren sich einfach. So, ich habe das Gefühl... Ja doch, das ist der richtige Weg. Kommst du jetzt auch mit, Dusty? Alles klar. Lal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 a. Schön hier, oder? Gefällt's dir schon? Hier im Sumpf mit den ganzen Mücken und Blutfliegen und den ganzen bekifften Spinnern? Naja, hier sind auf jeden Fall sympathische Leute. Ich habe das Gefühl, ich bin falsch gelaufen, oder? Moment. Waren die hier um die... wo muss ich hin? Wo muss ich genau hin? Ich bin mir gerade nicht sicher. Da muss ich hin. Ah, okay. Genau zu diesem Ball. Hallo. Ich habe jemanden. Ich habe ja jemanden, der dich kennenlernen möchte, Meister. Wen bringst du zu mir? Ist er würdig? Er bedarf sicherlich noch eurer geistigen Führung, Meister. Gut. Von heute an soll er zu meinen Schülern zählen. Von heute an wirst du dich täglich vor meiner Hütte einfinden und meinen Worten lauschen. Deine Seele ist noch zu retten. Meister, ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich brauche eure Stimme. Du hast dich als würdig erwiesen. Cor Kalom soll dir die Robe geben. Jawohl. Damit haben wir einen Baal überzeugt. Haben wir eigentlich schon... Moment, ich muss mir irgendwas gucken. Nein, wir haben noch den präparierten Traumruf. Oh, wir können hier so viel machen. Wir können hier so viel Erfahrung abheimsen, dingsen. Ihr wisst schon. Ich habe von dir keine Belohnung bekommen. Das finde ich doof. Dusty, du läufst mir jetzt immer noch hinterher? Nee, ich wollte schon sagen. Genau. Geh mal zu dem Baal, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe und meditiere mal mit dem. Ja. Ich habe übrigens noch was anderes hier im Lager vergessen. Es gibt nämlich noch einen weiteren Baal, den ich vollkommen übersehen habe, weil ich mich hier nicht zurechtgefunden habe. Und da werden wir jetzt einmal hingehen. Ja, hier kümmern wir uns auch später drum. Und der ist nämlich einmal hier hinter diesen Gebäuden. Ich guck mal, ob wir da so eine kleine Abkürzung nehmen können. Manche lernen eben gar. Dumm-di-dumm-di-dumm. Hier hinter. Na, das steht natürlich eine Holzzaun, ist klar. Da kommen wir auch nicht vorbei. Okay, dann gehen wir halt einmal drumherum, nehmen den kleinen Umweg. Und dann gucken wir mal, was wir da so tun können. Lalalala. Lalala. Ich wollte nicht in diese Hütte rein, nein. Ich wollte eigentlich hier hinten weiter, über diesen Steg. Und zwar genau hier wollte ich hin. Ja, in diesem Gebiet waren wir noch nicht. Gucken wir mal an, wer bist du denn, Nyras? Hallo. Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Nun, die Guru sind die wichtigsten Leute hier. Sie verbreiten die Lehre des Schläfers und teilen den Novizen die Visionen unseres Meisters mit. Er selbst ist natürlich viel zu erschöpft, um immer zu allen zu reden. Aber an manchen Tagen spricht er auf dem Tempelplatz zu uns und offenbart uns die heiligen Worte des Schläfers. Berichte mir von den heiligen Worten des großen Schläfers. Er sagt uns, was wir tun müssen, um die Freiheit zu erlangen. Iberion sagt, der Schläfer wird uns den Weg mitteilen, sobald wir in der Lage sind, ihn zu hören. Er bereitet eine große Anrufung vor, in der er zusammen mit den besten Novizen mit dem Schläfer in Kontakt treten will. Cor Kalom unterstützt ihn dabei. Er ist Alchemist und braut Substanzen zusammen, die uns in einen schlafähnlichen Zustand versetzen. Nur in diesem Zustand oder wenn du schläfst, kannst du die Gedanken des Schläfers empfangen. Aha. Interessant. Danke für die Info. So, dann gucken wir uns mal hier um. Wer steht denn hier? Na, Baal-Urun. Tja, aber den dürfen wir auch wieder nicht anreden. Aber vielleicht finden wir eine andere Möglichkeit. Zum Beispiel über den Typen hier, den ich nicht anvisieren kann. Genau. Gorim. Hallo, na?
Hast du irgendwas, mit dem wir dir helfen können, sodass vielleicht der Maler auf uns aufmerksam wird? Rede doch mit uns. Oh. So, komm, rede mit mir, bitte. Der lässt sich einfach nicht ansprechen. Was soll denn der Mist? Der steht auf, aber ignoriert uns dann. Ist ein bisschen verbuggt, glaube ich. Na komm. Och nö, jetzt redet der nicht mit uns. Was soll denn der Mist? Ja, also die Gothic-Spiele sind ja ein bisschen infam dafür, dass sie ziemlich verbuggt sind. Oder zumindest... Nein, rede mit mir! Oder dass sie zumindest zum Release sehr verbuggt waren. Und dann kamen halt Patches, vor allem Gothic 3 war ja infam dafür, wo dann der Community-Patch erst aushelfen musste. Aber man sieht, ein, zwei Bugs sind halt immer noch drin. Halt auch hier in Gothic 1. Und ich habe es so weit gepatcht, wie es geht. Okay, dann müssen wir später nochmal mit Gorim reden. Oder? Redst du jetzt mit uns? Komm schon. Okay, ich versuche mal was anderes. Was ist denn, wenn ich den weglocke, also den aufstehen lasse und dann selbst an diese Maschine gehe? Na, ich kann sie nicht anvisieren. Ja, vielleicht sollte ich zwischendurch mal speichern, fällt mir gerade auf. Nicht, dass ich jetzt was ganz kaputt mache. Was ist denn, wenn ich meine Waffe ziehe? Genau, steh mal auf. Die richtige Entscheidung. Redest du mit mir? Geht doch. Hi, wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst du da nicht zu ihm und trittst ihm ordentlich in den Hintern? Ich kann hier nicht weg, solange Baal Orun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber du könntest für mich zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemielabor von Korkalom. Direkt bei Fortuno. Ja, den haben wir ja schon gesehen. Er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. Machen wir. Da kümmern wir uns drum. Aber es hat doch gerade schon jemand... Ach nee, der ist einfach von da rüber gegangen. Warum auch immer der lieber da stampfen wollte. Aber okay. Ist in Ordnung. So. Aber bevor wir zu Harlock gehen, machen wir noch einen ganz, ganz klitzekleinen Umweg. Denn ich möchte noch etwas anderes überprüfen, was ich gelesen habe. Ein normaler Templer. Mit denen reden wir später mal. Denn ihr wolltet ja auch noch sehen, dass ich mit den Namenlosen rede. Und das werde ich irgendwann auch noch nachreichen. Keine Sorge. So, mit Lester würde ich gerne reden, denn ich meine... Zeig mir den Weg. ...etwas gelesen zu haben. Was ich jetzt mal mir zeigen lasse, ist der Weg zum Alchemielabor. Zum Alchemielabor. Folge mir. Wir kennen den Weg zwar schon, aber... ja, wir probieren mal aus, ob etwas klappt. Ich werde es jetzt noch nicht verraten. Ihr werdet das hoffentlich sehen. Und ich hoffe, das war jetzt auch der richtige Weg, wie ich das tun kann. Ich meine, ihr könnt jetzt die Zeit nutzen, in der wir laufen, um zu raten, was uns denn hier im Sektenlager noch fehlt, was wir in den anderen Lagern haben. So als kleiner Tipp, als kleiner Hinweis. Vielleicht kommt er ja darauf. So. Immerhin läuft Lester mit einer angenehmen Geschwindigkeit. Wir können einfach hinterherlaufen. Wir sind nicht schneller als er oder langsamer. Das finde ich ja immer nervig in irgendwelchen Spielen, wo man Leute begleiten muss. Und der eigene Charakter läuft schneller als der andere Charakter. Man muss immer so ein bisschen gehen und stehen bleiben. Ein bisschen gehen und stehen bleiben. Och, das ist so nervig. Dass man es einfach nicht schafft, dass beide Charaktere sich gleich schnell bewegen. Wenn du die Leiter raufsteigst, dann kommst du zu Kalom, dem Alchemisten. Hier unten steht Fortuno, der Krauthändler. Ich warte hier auf dich. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Sonst gehe ich wieder zurück. Okay, dann war das noch falsch. Moment, dann lassen wir uns doch mal woanders hinführen. Zeig mir den Weg. Dann lass uns doch mal zum Alchemielabor. Da sind wir schon. Lass uns mal zu den Lehrern gehen. Folge mir. So, genau. Und meistens hat man ja dann in Spielen 2 Geschwindigkeiten, mit denen man sich bewegen kann, ne? Einmal laufen und einmal gehen. Und beim Laufen ist man dann zu schnell und beim Gehen ist man zu langsam. Und, man kann dann auch nicht den Control-Stick benutzen, weil das ist ja überbewertet. Folge mir!
Hier unten findest du Baal-Kadar. Er unterrichtet die Novizen. Die Leiter rauf kommst du zum Übungsplatz der Templer. Ich warte hier auf dich. Wenn du trödelst, dann triffst du mich wieder bei Baal-Namib, am Eingang des Lagers. Jojo, dann das war auch nicht das Richtige. Ich hoffe, das funktioniert überhaupt. So, das ist nämlich etwas, was die gute Madame Bernstein in einem ihrer Videos gesagt hat. Ich gucke ja auch nebenbei ihre Let's Plays. Und sie spielt ja auch Gothic und sie meinte, ja, Lester würde einen an einem bestimmten Ort noch was sagen. Moment. Dann gehen wir mal zur Schmiede, das liegt gerade auf dem Weg. Zur Schmiede. Folge mir. Und ich meine, man hat es ja mittlerweile auf den Konsolen seit dem N64. Wieso laut gehe ich denn jetzt? Ich will nicht gehen. Da, hier, ich kann auch gehen. Toll, ne? Bringt mir so viel. Und wir haben zwar seit dem N64 den Control-Stick, aber bei modernen Spielen ist es nicht so, dass mit dem Control-Stick, wenn man den nur ein bisschen bewegt, wird langsam gehen und je mehr man nach außen kommt, der Charakter sich schneller bewegt, dass man sich das anpassen kann, weil nein, natürlich nicht. Wir haben eine Geschwindigkeit und wenn wir schneller rennen wollen, müssen wir noch einen Knopf gedrückt halten. Total bescheuert. Hier ist die Schmiede. Schau dich um. Ich warte etwa eine Stunde. Dann haue ich wieder ab. Ja, kein Stress. Zeig mir den Weg. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird nicht funktionieren. Aber Moment, wir gehen nochmal zum Tempel. Folge mir. Und habt ihr schon erraten, warum ich ihm folge, was ich gerne hätte? Dumm, hier ist übrigens Harlock, da wollen wir ja gleich hin. Aber erstmal lassen wir uns noch zum Tempel führen. Zum Tempelberg. Mal schauen, ob wir da auch irgendwann reinkommen. Aber vermutlich nur, wenn wir dem Sektenlager beitreten. Ja, willst du mit mir reden? Lester? Hallo? Lester? Jetzt redet er mich nicht an, das kann doch nicht wahr sein. Sind wir gleich da? Wenn du aufhörst, mich zu fragen, geht es schneller. Sind wir bald da? Ich muss mal. Ich hab Hunger. Ich will ein Eis. Meine Batterien vom Gameboy sind alle. Sind wir bald da? Hallo? Ich habe es mir anders überlegt. Du weißt ja, wo du mich finden kannst. Ja, hier. So, willst du jetzt mich nochmal hinführen? Zeig mir den Weg. Zum Tempel, bitte. Zum Tempel. Folge mir. Ja. Jetzt redet er einfach nicht mit uns. Das kann doch nicht wahr sein. Warum habe ich denn heute nur mit Bugs zu kämpfen, ha? Vielleicht hilft es da auch einmal, ihn zu provozieren. Der lässt sich auch einfach nicht provozieren. Moment. Dann machen wir erstmal was anderes. Wir gehen mal zu Baal-Tyon. Denn wir haben ja hier noch den präparierten Traumruf, den wir so langsam mal loswerden sollten und bieten ihm den jetzt einfach mal an. Hier, Meister. Ein bescheidenes Geschenk von deinem Schüler. Wohl bekommt's. Tja, wir haben ja schon ausprobiert, was damit passiert, wenn wir den nur nutzen und ja, Baal-Tyon lügt sich einfach mal hin. Wir haben ihn nicht vergiftet, nein, das ist alles, nein, das muss so, genau, meditiere ruhig weiter, das ist schon in Ordnung so. Lester, willst du bitte mit uns reden? Lester. Ach je. Na, steht der Baal-Tyon wieder auf, wir lassen uns erstmal von Lester wieder zurück zum Haupttor führen, weil ich glaube hier beim Tempel... Was war denn das? Oh nein, er ist wieder wach, okay. Willst du mit mir reden? Ich hatte eine Vision. Es war unglaublich. Ich habe gesehen, dass wir einen neuen Bruder bekommen, der nicht ist wie die, die vor ihm kamen. Er macht irgendwas mit uns. Er hat ein Schwert in der Hand und steigt eine breite Treppe herunter. Dann hört die Vision auf und er sah dir. Verdammt ähnlich. Wer bist du? Was willst du hier? Ich bin nur ein bescheidener Diener des Schläfers. Geh zu Kor Kalom. Er soll sich weiter mit dir befassen. Jawohl.
Der Schläfer sei mit dir. Wie? Ja, du hast mit uns angeredet, ja? Also bitte. Aber wir haben das jetzt gelöst, oder? Moment, wo haben wir es denn? Ach, das war gar keine Quest. Das war einfach so eine Sache, die wir machen konnten. Aufnahme Sumpflager. Moment, steht da was drin? Baltyrn hatte dank meines speziellen Geschenkes eine Vision. Er möchte, dass sich nun Korkalau mit mir befasst. Sehr schön. Dann sind wir seiner Meinung nach auch würdig. Das ist gut. Dann können wir jetzt hier mit Lester lästern. Ich habe es mir... Du weißt... Ja. Fühl mich mal hier... Zeig mir den... Zurück zum Haupttor. Wenn du mir über den Tempel nichts erzählen willst... Zeig mir den Weg. Okay, der wird uns irgendwie den Weg nicht zeigen. Na gut. Ignorieren wir das dann einfach mal. Da muss ich mich auch mal informieren. Und wir gehen jetzt erstmal hier unsere tägliche Ration Sumpfkraut abholen. Hä? Wie wäre das? Denn wir kriegen ja jeden Tag kostenlos welches. Und das sollten wir eigentlich ausnutzen. Also gehen wir jetzt hier zu Fortuno. Und reden mal mit ihm. Na, wie geht's? Hast du was für mich? Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Ja, kein Stress. Vielen Dank. So, Harlock, ich glaube, du hast ein kleines Problem. Du solltest eigentlich arbeiten und nicht an der Wasserpfeife rauchen. Gorim schickt mich. Was? Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern, oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Ist aber nicht nett. Ich wollte dich nochmal daran erinnern, deinen Kumpel abzulösen. Hör zu. Ich habe gesagt, mach, dass du wegkommst. Wie wär's mit Nein? Was sagt denn mein Tagebuch? Jetzt Ablösung? Nein, das war falsch. Ablösung für Gorim. Harlock scheint ein uneinsichtiger Faulenzer zu sein. Ich glaube, ich sollte seiner Einsicht etwas auf die Sprünge helfen. Das klingt doch gut. Was hast du mit der Waffe vor? Klarer Sieger, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. So, jetzt gib mir mal dein Zeug hier. Du hast ja nicht mal was bei dir. Was? Was soll denn das, hä? Aber ich würde sagen... was liegt denn da auf dem Boden? Das war ein Grafikbug anscheinend. Was ist das denn für ein interessantes Totem hier? Was soll das darstellen? Ist das ein kleiner Dämon? Oder soll das eine Eule, Eule das sein? Das wird dir noch leid tun. Oh, ich glaube nicht, dass mir das leid tun wird. Ja, nicht weiter rauchen hier. Geh mal gefälligst zur Arbeit. Suchst du wieder Streit? Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Du verdammter Mistkerl, wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. Bitte Lass was? Lass mich mal vorbei. Bitte was? Lass mich mal vorbei. Bitte was? Bleib locker. Hast gewonnen. Ja, ich wollte schon sagen. Und wir haben eine neue Stufe bekommen. Wir sind Stufe 6 und haben wieder 10 Lernpunkte. Aber wie gesagt, die werde ich mir aufsparen. Aber hey, ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Na gut, dann gehen wir jetzt einmal zur Schmiede. Ich speichere zwischendurch nochmal. Und dann möchte ich da jetzt was ausprobieren, ob es funktioniert. So, da sind zwar Leute und da hinten steht aber noch eine Truhe. Werden wir aggressiv, wenn ich an diese Truhe dran gehe? Anscheinend nicht. Okay, links. Links, rechts, rechts. Okay, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links, links, links. Also wenn ihr nichts dagegen habt und jetzt hier nicht den Aufstand macht, dass ich an die Truhe gehe, dann würde ich sagen, nehme ich den ganzen Rohstahl mal mit und die Klingen auch und die Crawlerzangen und die Axt. Schaden 29.
Schaden 29. Habe ich das gerade richtig gelesen? Ja, ich würde sagen, wir haben eine neue Waffe. Eine Axt. Die macht sogar noch mehr Schaden als die Keule. Euch kümmert das wirklich nicht, dass ich hier jetzt das ganze Zeug mitgenommen habe. Alter Verwalter. Dich auch nicht. Ja, ich würde sagen, wir sind reich. Ich meine, wir haben jetzt schon, wie viel Erz? 1000 noch was? Genau, 1045. Und wir haben 20 Klingen. Wenn wir die fertig schmieden, dann sind das nochmal 1000 Erz. Wenn ich gerade richtig rechne, eine Klinge bringt uns 50 Erz ein. 50 mal 20 sind 1000, glaube ich, müsste sein. Dann haben wir hier auch irgendwie den Rohstahl, 27, das sind nochmal 1000 und 5 mal 7 sind 35, 1350. Ich glaube, wir haben keine Geldsorgen mehr. Ja, ist natürlich ein bisschen dämlich, dass die hier uns nicht anmaulen, wenn wir einfach in die Truhe dran gehen, aber ja gut. Wenn euch das nicht stört, dann nehme ich das jetzt einfach mit. Ja. Also ihr seht, wir konnten uns auch ohne Probleme diese Hose kaufen, die 500 Erz. Da kräht kein Hahn mehr nach. Na gut. Boah, regnet das. Ich glaube, eine Sache können wir noch versuchen, wenn es gerade so langsam ein bisschen dunkel wird. Gehen wir mal hier noch zu Korkalam hoch, denn wir wollen ja noch sein Rezept haben, ne? Dum-di-dum-di-du. La-la-la-la-la. Ach, es ist schön, ein reicher Mann zu sein. So, speichern wir nochmal. Nicht, dass irgendwas schief geht. Hallo. Was willst du? Oh, ich habe Crawlerzangen für dich. Willst du die haben? Ich habe Crawlerzangen für dich. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Okay. Was für Tränke habe ich jetzt bekommen? Ich wusste, Möge der Schläfer dich erleuchten. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist eine Quest, die wir eigentlich noch nicht machen sollten. Was haben wir denn bekommen? Essenzial der Kraft? Nö, Moment. Moment, das möchte ich nochmal laden. Irgendwie. Das machen wir später mal vielleicht. Wir werden die Crawler-Zangen noch nicht verkaufen. Aber das ist mir gerade irgendwie suspekt. Das lassen wir mal. Oder? Machen wir das nicht? Aber das ist auch genau 10 Crawler-Zangen sind. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben da irgendwas vorher noch nicht richtig getriggert. Reden wir lieber erstmal über das Rezept mit ihm. Was willst du? Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Ja, dann werde ich es mir wohl einfach so nehmen müssen. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. So, was sagt denn mein Tagebuch dazu? Rezept der Sekte. Korkalom will das Rezept nicht herausrücken, aber in seinem Labor stehen Truhen und er schien ziemlich beschäftigt zu sein. Oh, da ging gerade die Haustürklingel. Ich glaube, ja, es könnte jetzt etwas laut werden im Hintergrund. Ich hoffe, ihr hört das nicht so sehr. Ja, wenn der gerade beschäftigt ist, dann gucken wir uns mal an, was wir hier in der Truhe kriegen können. Rechts, 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 links, rechts, rechts, links, rechts. Oh, es geht auf. Was haben wir denn da? Kalums Rezept. Das Rezept für einen Heiltrank. Dumpti-dumpti-dum, das hast du gar nicht mitbekommen. Nicht wahr? Was ist in der anderen Truhe drin? Oh. Okay, die kriegen wir nicht auf. Sowohl links als auch rechts lassen den Dietrich abbrechen. Na? Was willst du? Ich, ja, ich gehe dann mal. Dumpti-dumpti-dum. So, was haben wir denn jetzt hier? Kaloms Rezept, das Rezept für einen Heiltrank. Lifrun ak garak, garak or nach bin zu. Lifrun ma orakta, schrunk es porint. Wenn man es rückwärts liest, scheint es einen Sinn zu geben. Kalom, was? Hytniro psegnur. Nee, das macht irgendwie keinen Sinn rückwärts. Hä?
Wie soll man das denn rückwärts lesen? Das macht keinen Sinn. Das ist wirklich nicht mein Problem. Horind S. Schrunk. Nee, das macht irgendwie keinen Sinn. Ach, bin ich. Nö, irgendwie, ich komme nicht drauf. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie man das lesen soll, aber rückwärts lesen macht da keinen Sinn und anders lesen macht auch keinen Sinn und keine Ahnung. Ja, genau. Okay, dann würde ich mal sagen, haben wir doch ordentlich was geschafft hier, ne? Wir haben eine neue Stufe bekommen, wir haben jetzt unglaublich viel an Warenwert. Und dann können wir ja sehr entspannt in die nächste Folge starten. Und bis dahin, macht's gut.